Ich schicke Ihnen den Nav-Punkt für Dapalev. Mhm. Das Team der Moschai sollte dort sein. Mhm. Es war früher eine angaranische Stadt. Es gibt dort Landeplätze und genügend freie Sicht für einen gefahrlosen Anflug. Anomalie auf den Sensoren. Etwas Großes. Möglicherweise feindlich. Leite Ausweichmanöver ein. Moment, ich glaube nicht, dass das... Oh, oh. Also, sowas kriegt man zu Hause nicht zu sehen. Ich bringe uns rein. Auf Hawal suchen. Bessere Zubereitung, na ja, gut. Irgendwie ist hier gar nichts zum Scannen da. Okay. Gut. Da oben, da ist was Feindliches. Oder vielleicht sogar gar dahinter. Wirklich nicht übertrieben, als er gesagt hat, Dschungelplanet. Dahin. Ryder, wir treffen uns in Dapalev. Ja, ich meine, es ist okay. Ich dachte immer, Aya wäre wunderschön. Aber das hier übertrifft alles. Wenn es hier ein funktionierendes Gewölbe gibt, frage ich mich, wieso es auf der Karte auf Eos nicht angezeigt wurde. Das ist eine gute Frage. Alter. Das brauchen wir schließlich auch noch. Ich habe noch nicht mal irgendwas gesehen. Diese Abzugsfinger hier. So, was war das?
ein angaranischer integrierter Tech-Knoten. Die angaranische Technologie ist in einigen zentralen Bereichen wie Designeffizienz oder Materialnutzung klar überlegen. Dank koordinierten Forschungsbemühungen zwischen Initiative und Angara sind diese komplizierten Knoten von beträchtlichem Wert. Ja, das finde ich sehr schön. Wenn auch gerade nicht so wirklich gewinnbringend. Ich schalte mal lieber einen Scanner ein. Wir brauchen Ressourcen, jede Menge Ressourcen. Das soll heißen Rohstoffe. Und mit dem Scanner erkennt man sie einfach viel, viel besser. Viel, viel besser und wesentlich schneller. Aber sollten wir keine Tier- und Pflanzenwelt hier eigentlich scannen? Na, hier gibt es auch genug Pflanzen, aber irgendwie ist keine bereit dazu, sich ablichten zu lassen. Warum, weiß ich nicht. Gehen besser! Überreste untersuchen. Höhlenfasern. Weiß nicht, hat mal bei dem da oben schon welche? Können wir nachher nochmal gucken. Wir müssen ja eh dann zum Schiff wieder zurück irgendwann. Na, Nickel. Entdeckt. Pella-Forschungsstation. Du, da bist du. So. Alle erwischt. Ja, ich weiß. Überreste. Ah, okay. Nicht jedes tote Tier gibt hier was von sich. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Wir haben Ziele! Na denn. Ja. Doch, auch was ich sehen kann. Nicht, was ich hier irgendwie versteckt. Ja, so viel Gewalt, ja. Sagt die, die erstmal hier reingezimmert hat. So viel Gewalt. Da sagst du was. So, wenn hier schon. Wenn hier schon die Brecher und so weiter waren. Beobachter und so weiter. Danke, danke. Nur lauf mir bitte nicht im Feuer rum. Nickel. Überreste natürlich. Disruptor-Munition. Können wir irgendwas scannen? Nö, ne? Nö, nicht wirklich, nö. Hm.
glaube, wir nehmen immer meine Pistole. Wenn ich sie brauchen würde jetzt. Munition, das ist sehr schön. Okay. Reste. Nehmen wir mit. Weiches Chitin. Hm. Mineralienlager. Jawohl. Magnesium, Silizium und Titan. Und das auch noch in großen Mengen. Außer Titan, aber Titan ist auch selten. Nehmen wir alles mit. Alles. Soll ich jetzt unbedingt einen Scanner? Ach, hier. Okay. Bla bla bla. Ist wieder so ein Tech-Knoten. Okay. Ich hätte so einen Hammer zwar schon mal gescannt, aber irgendwie. Hm. Ah ja. Beobachter. Okay. Von denen wollen wir aber erstmal noch nichts. Wir wollen erstmal hier reingucken. Solarstrahler. Gut. Hätte ich fast übersehen, den zu scannen. Und hier kommen wir natürlich noch nicht rein. Kommen wir da drauf? Kommen wir von oben rein. Sind wir. Aber von oben gibt es keinen Weg hier rein. Aber ein Behälter. Angara-Panzerung. Ranger 3. Adaptive Optik. Sehr schön. Das ist super. Mensch, da freue ich mich ja. Und bin wirklich froh darüber, dass ich immer alle Ecken abklappastere. Oder es zumindest versuche. Platin. Hätte ich vielleicht mal scannen sollen, hm? Naja. Okay. Das große bitte einmal. Beobachten. Danke. Wusste ich gar nicht, dass man den auch aufladen kann. Das hat mir gerade super gut gefallen. Ein Behälter. Was ist denn da Schönes drin? Nitratinfusor und instand gesetzte Komponenten. Ja, gut, das ist Ramsch, den können wir verscherbeln. Den Geld brauchen wir ja auch. Nichts. Hier ist noch ein Behälter. Intakte Norrespule, instand gesetzte Komponenten, nehmen wir auch mit. Und was ist hier noch Schönes? Sprossensaatampulle, gut. Was heißt denn? Uah. Also ich war das nicht. Ich war das nicht. Was macht ihr denn da? Warum stöhnt ihr denn so? Ach, Mädels. Gut, kann man auch nicht benutzen und nicht scannen und nix. Gut, dann sind wir hier völlig umsonst hergekommen. Aber da wird mir noch irgendwas angezeigt. Das ist bestimmt da oben drauf. Ja, das ist alles da oben drauf. Wie kommt man da jetzt hin?
da vielleicht noch was? Ja, und warum? Muss ja irgendwas sein, was man scannen kann. Aber ich sehe nichts, was man scannen kann. Von daher, was denn? Was bimmelt der denn hier immer so aufgeregt? Ist nichts. Oh Gott. So, hier ist auch nichts. Schon. Ist ja nicht. Ist ja nix. Gut. Ist auch nix. Ich frage mich bloß, was er eben von uns wollte da hinten drin. Okay. Hier vielleicht irgendwas? Ist hier was? Ist das was? Was ist denn das? Weiß ich nicht. Kann man es hinnehmen? Nee. Also. Bin ich zu blind oder ist hier nichts? Wimmelt der Scanner einfach grundlos? Ich meine, man müsste ja auch dann hören, wenn hier irgendwas ist, was er scannen kann, dann bimmelt ja der Scanner auch nochmal. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist nichts. So kann man natürlich auch Menschen beschäftigen. So. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Oh. Okay. Nehmen wir mit. Also Nickel scheint es hier eine Menge zu geben auf dem Planeten. Das ist nichts. Was wir sehen hier. Eine Höhle. Ach, biolumineszente Pilze. Moment. Sollten wir vielleicht darauf mal irgendwie achten? Ich weiß nicht. Ich gehe noch mal kurz zurück. Irgendein Gewucher soll das hier sein, vielleicht sogar. Oder? Keine Ahnung. Weil hier soll irgendwas sein. Alter, Spiel und will uns doch verarschen hier. Hier ist nichts. Das Gekröse hier oben, das kann man nicht scannen. Oder müssen wir einen bestimmten Busch jetzt scannen hier? Nee.
Aber das meine ich so mit der Geschwindigkeit rausnehmen, Alter. Wegen irgendwas bimmeln, was gar nicht da ist. So, Quatsch. So. Was rennt der jetzt wie ein Besoffener? Hm, keine Ahnung. Hallo? Geradeaus mal laufen? Das wäre toll. Würde mich sehr drüber freuen, danke. Ja. Oder ist das hier gerade so matschig? Weil ein bisschen regnet es. So, eine Öle. Mit Nickel. Sonst ist hier nichts. Gut. Gut. Auch nichts. Hier gibt es so viel Flora und so viel Fauna. Was kann man davon scannen? Nichts. Doch, biolumineszente Pilze. Ja, mächtig interessant. Leuchtende Pilze. Ja. Ist auch nicht so wirklich neu. Leuchtende Pilze gab es bei Fallout auch schon. Gehen erstmal. Hallo? Hallo? Was ist nur los? Was ist nur los? Ich glaube, da hat sich gerade was aufgehängt. Nee, doch nicht. Ach, okay. Aber wir gehen jetzt erstmal hier Richtung der Landekapsel. Weil wir dort einen Außenposten errichten können und auch wollen. Oh, da hinten brennt es. Vielleicht nicht so schön. Warum brennt denn das da hinten? Ja, ich bin überhaupt nicht leicht abzulenken. Nee, nee, überhaupt nicht. Was hier schön ist drin? Behälter? Komm-System. Hm. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Machen wir gleich. Nein, da wollen wir auch noch nicht hin. Ich will hier hinten erstmal. Da haben gerade was geleuchtet. Nö. Ich möchte jetzt erstmal hier hinten unsere Kapsel hier hinten aufstellen. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Genau. So. Installation zur Tempest? Nein. Ausstattung Türme. Aufklärungsposten eingerichtet, bla bla bla. Lebensfähigkeitskennzahlen Übereinstimmung, bla bla bla. Vorflugprofile, akzeptable Varianzparameter. Ja, und braucht mehr Daten. Gut. Ausstattung. Nomad? Kann man den hier eigentlich anfordern? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, das sieht mir zu goldig aus. Platin, ich weiß nicht. Tabula rasa, ist die gewöhnliche. Berührung des Midas. Ich nehme lieber Platin. Oder lieber weiß. Wir versuchen erstmal in Platin. So, was haben wir noch Schönes? Nein. Gut. Ah, hallo. Toll. Der ist ja mächtig gesprächig. Gehen wir erst da rein? Oder erstmal mit dem, der das Lagerfeuer da unten am Gange hält? Wollen wir mit dem erstmal quatschen. Den da hinten. Hm. Hm.
ist ja nicht so viel. Hallo. Ja, Komponenten und anorganische Schmiermittel nehmen wir gerne mit. Was liegt hier noch? Noch ein Behälter. Harzkappen und Biogewebetuch. Oh, was ist das noch? Platin. Sehr schön. Ja, scannen. Kennen wir schon. Einsammeln. Und noch eine Kiste, die auf einmal despawnt. Okay. Warum auch immer. Oh, von Nickel haben wir auch noch. Ist ja ganz schön reichlich, was hier rumliegt. Finde ich toll. Was war da jetzt noch wieder? Noch ein Behälter. Feuchtigkeitsfilter. Wenigstens keine Feuchtigkeitstücher, das ist schon mal sehr schön. Den haben wir schon gelootet. Gut, dann quatschen wir den jetzt einfach mal an, oder? Würde ich sagen. Hallo J. Sie sollten gehen, Besucher. Es ist nicht sicher. Ich kann keine Verantwortung für Sie übernehmen. Sie hätten mich warnen sollen, dass Sie kommen. Sie. Brände. Auf Wiedersehen. Hä? Sie? Was machen Sie hier? Ich sorge dafür, dass die Feuer sich nicht ausbreiten. Ich bin ein Landvermesser und Ingenieur von der Station. Ich muss Treibstoff aus den hier vergrabenen Rohren ableiten. Das wird die Flammen löschen. Irgendwann. Was hat diese Brände verursacht? Haben Sie einen Notfall? Dieser Dar war früher eine viel größere Siedlung. Die Wildnis hat ihn erobert. Oben und unten zerstört. Pflanzenwurzeln haben eine unterirdische Treibstoffleitung aufgerissen. Und ein Funke hat dann diese Feuer entfacht. Ich gehe dann mal. Seien Sie vorsichtig. Sie auch. Ishare. Das lief gut. Ja. Also scheinbar weiß der auch schon, dass wir da sind. Nur er hat vielleicht nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir auf den Heimatplaneten hier kommen, auf Haval. Was ist das hier noch? Ist auch noch ein Behälter. Ich lese immer zuerst Herzklappen, Entschuldigung, es sind natürlich Harzkappen und Krummsysteme. Gut, dann mal hier so und dann da so. So. Och Mensch. Bleibt in jedem Pixel hängen hier. Jetzt wollen wir da erstmal rein. Haben wir noch was? Sah gerade so aus. Nee, alles in Ordnung, da ist nichts. Dann mal rein. Eine Tür. Ach, hier geht's wieder raus. Toll. Ist ja. Oh. Oh, okay. Gut. Kann man hier was scannen? Nicht? Irgendwas? Ein Datenbett. Das kann man scannen. Und das kann man scannen. Ionenreinigungskammer. Daten, Komponenten, Ion, Impulssystem, Sterilisationskammer, Drucksensor, Inhalt, Spurenelemente von Kohlenstoff, Sediment und Umwandlungsgestein sowie organisches Pflanzenmaterial. Analyse, dieses Gerät säubert Artefakte mit sanften Ionenimpulsen, die Schmutz und Ablagerung entfernen, ohne das empfindliche Fundstück zu beschädigen. Ja.
Ja, drauf drücken. Es leuchtet so schön. Ach. Gut. Darkpad. Aufzeichnungen von Assistent Torva. Übersetzt aus dem Shelesh. Ein unglaublicher Fund letzte Woche im Feld. Ein Shuttle aus der Zeit vor der Geißel ist unten in der Schlucht aufgetaucht. Aus der Ferne sieht es so aus, als sei die Absturzstelle erstaunlich gut erhalten, vor allem angesichts der Bedingungen auf Haval. Ich weiß, dass Kiran mich damit beauftragt hat, den Monolithen zu untersuchen. Aber vielleicht könnte ich dort hinuntergelangen und mir die Sache ansehen. Nur kurz, um zu überprüfen, ob es dort etwas für Avela gibt. So, und jetzt sprechen wir mit Kira. Ich weiß nicht recht, Jor. Es ist riskant, einen Fremden auf Haval herumlaufen zu lassen. Sie kennen die Gefahren. Ich hatte ja angeboten, ihn zu begleiten, aber er will meine Hilfe nicht. Was? Er hat gesagt, er geht vor. Na gut, was die beiden miteinander zu besprechen haben, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis später. Tschüss.